Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute am Schnitzbock mal wieder am Werkeln und heute hauen wir ein Gesicht raus und wie man damit beginnt und was da drin verborgen ist, das schauen wir uns jetzt miteinander an und wir gehen jetzt Schritt für Schritt davor. Für alle Holzkenner, die was jetzt sicherlich schon gesehen haben, das ist Lindenholz. Lindenholz ist ein sehr weiches Holz und das wird jetzt bearbeitet zu einem Gesicht. Es wird jetzt einfach mal so, dass ihr das einmal seht, wie dieses aufgebaut und angelegt wird und da geht es jetzt dann weiter. Und zuerst müssen wir uns einmal die Anatomie vergegenwärtigen. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon Markierungen da angebracht. Da wird diesen Zirkel verwendet oder man kann auch einen Meterstab oder wie auch immer nehmen und habe mir da schon markante Punkte ausgemessen. Zudem ist schon mal also die gesamte Kopfhöhe und bis zu diesen Überaugenwülsten da habe ich mir schon mal einen Anriss gemacht, damit ich weiß, wo ich eigentlich bin. Jetzt habe ich mir einige Partien angezeichnet. Das ist jetzt nur die Draufsicht, wo diese Punkte sind, diese markantesten Punkte, und damit man da dann einfach Bescheid weiß, wo lang das dann geht beim Raushauen, dass man da nicht so viel denken muss. Genau, also für euch nochmal zum Schauen, wie so ein Kopf aufgebaut ist. Da habe ich mir mal ungefähr ich bin ja kein Mediziner, wie das heißt, aber diesen Spitz da habe ich mir jetzt da angezeichnet, wo der ist. Mal ungefähr, einfach mal so. Und da ist die gesamte Höhe, habe ich mir einen Mittelstrich einmal gezogen. Und so kann man jetzt dieses Gesicht oder diesen Schädel, wie auch immer, was man dann raushauen möchte, so mal ungefähr anlegen. Genau. Und jetzt muss man es ja irgendwann mal raushauen. Die wichtigsten Sachen, also die wichtigsten Punkte, haben eigentlich alle abgezeichnet. Und jetzt hauen wir einfach mal drauf los und schauen, wie es wird. Ihr merkt, ich habe mit relativ großen Eisen gearbeitet. Das ist sehr wichtig, damit man gleich am Anfang sehr viel wegbringt. Also man haut zuerst sehr flächig raus, bevor man eigentlich dann immer kleiner wird mit dem Schnitzeisen. Das ist ganz wichtig und auch einen relativ großen Klöpfel hernehmen. Also ich habe auch einen kleineren. Das ist der, den nehme ich aber eher zum Schriftschnitzen oder sowas her. Also jetzt habt ihr es an dem einmal gesehen, ich werde an dem einmal ein bisschen weiterarbeiten, dann seht ihr demnächst, was da draus so entsteht, werde es dann in einem Teil 2 nochmal zeigen.
ich blende euch jetzt nochmal diesen Schädel ein als Foto. Ich habe nämlich schon mal diesen rausgehauen aus Eichenholz und zeige euch anhand von drei Fotos, wie der so Schritt für Schritt fertig geworden ist. Also, ich werde jetzt so noch ein bisschen weiter werkeln. Mich hat es total gefreut, dass ihr es wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr da dabei wollt bei diesem Entstehungsprozess von diesem Teil, von diesem Gesicht, von diesem Schädel, ich werde mir nochmal überlegen, was genau wird, schaltet einfach das nächste Mal ein, und dass ihr das nicht verpasst, lasst auf alle Fälle mal ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Also dann bis demnächst. Servus!